Hallo und willkommen zurück bei Planet Coaster. Und ich habe letztens ganz, ganz schnell beendet, weil ich das in einer neuen Folge haben wollte, damit wir mal was Positives zum Anfang haben, bevor wieder alles den Bach runtergeht. Hui, werden das viele Leute. Meine ganzen anderen haben technische Probleme. Die Überlegung ist, ob man eventuell das Ganze länger machen soll, aber der Punkt ist, ich versetze das Ganze später sowieso, weil das ja in ein anderes Gebiet dann kommen soll. Okay, es wird werden immer mehr Leute, die auf das Karussell gehen. Okay. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass die vorher schon. Stell dich nicht so an. So. Weniger als einen Monat. Und kommt. Komm, 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 komm. Ich kann es nicht glauben, dass ich jetzt die ersten paar Minuten einfach nur damit verbringe, zu warten, dass das dass es hochgeht. Ja, das ist, momentan ist es euch zu teuer. Ich weiß. Obwohl eigentlich nicht. Eigentlich beschwert sich niemand, dass es zu teuer ist. Ich mag das. Okay, es ist ihm zu teuer. Jetzt beschwert sich wenigstens mal jemand. Ja, es kommen wieder Leute. Wir gucken dabei schnell in die Parkverwaltung. Was haben wir hier eigentlich? Immer im Kreis. 70%. Ja, wieder aufleben. Es geht langsam jetzt weg. So, wir machen jetzt trotzdem 5,60. Ich mag diese 5,5 nicht. So. Ja, mehr Interesse an diesem Fahrgeschäft. Fantastisch. Dann lassen wir die Zeit mal ein bisschen vergehen. Das hier gefällt mir jetzt gerade weniger. Wir hatten hier eins mit drinnen. Na. Ist die schon so alt jetzt gewesen? Ich habe keine Ahnung, wo sie hin ist. Auf jeden Fall. Sind wir hier gerade sehr im. Ja, jetzt. Das sieht doch gut aus. Also im Sci-Fi-Bereich werde ich wahrscheinlich ein bisschen auf das zurückgreifen, weil ich kenne mich da auch vom Bauen nicht gut aus. Ich hab's letztes Mal irgendwann schon mal erzählt, aber
Nein, nicht mal wieder auflebendes Geschäft. Aber mein Techniker ist schon da. So teuer, dann machen wir es halt dabei wieder billiger, damit ihr da reingeht. Wir wollen ja schließlich, dass sie da möglichst reingehen. Und du bist auch mittlerweile veraltet. Du bist auch schon wieder. Wow. Wir machen das jetzt auch mal ein bisschen billiger nochmal. Oh Gott, was hast du jetzt für ein Problem? Er arbeitet schon. So teuer. Ja, dich machen wir auch noch mal ein bisschen billiger. Wir wollen ja schließlich, dass sich die Leute anstellen. So. So. Du bleibst da. Genau, dein Gehalt ist nämlich gar nicht so übel. Und du wirst jetzt befördert. Also befördert, er kriegt eine Weiterbildung. Das Problem ist halt, es kostet halt die. Oh. Ey, wir sind echt nicht schlecht mit dabei. Wir haben das Darlehen auch fast wieder raus. Wir haben es auch fast wieder raus. Weniger als einen Monat. Das ist. Ich mag's. So, und ich weiß jetzt, was wir als nächstes machen. Ich weiß nicht, was das mit Szenerie zu tun hat. Ah, aber wir hatten doch, wo war das? Ich will diese Töpfe hier wirklich platzieren. Wie viel kosten die Dinger? Ach, 15. Ja, das. So. Geht das bei dir eigentlich jetzt auch nochmal mit da drauf? Nicht so wirklich. So, dann. Milchshake-Statue. Oh. Kann ich die so ein bisschen. Erstmal möchte ich die so. XX. Ich muss die ein bisschen nach unten packen. Also so. Und dann machen wir. So. Ganz kleines bisschen nach da. Ganz kleines bisschen nach hier. Perfekt. Beworbene Ziele festlegen. Ich möchte gerne, dass du. Das hier bewirbst und das hier bewirbst und das hier bewirbst und die da idealerweise auch und natürlich das hier und dann später die Achterbahn, die ich immer noch nicht weiß. Ich glaube, ich baue sie doch da drüben. Ah. Wie gesagt, hier gehen wir jetzt so ein bisschen
Sie gilt nicht mehr als neu. Ich wünschte, ich hätte einen Premium-Pass. So. Wir machen das jetzt mal ein bisschen nach unten. So, guck mal kurz. Yes! Darlehen abbezahlt! Ich werde eventuell nochmal so auf ein Darlehen dann zurückgreifen. Und jetzt schauen wir mal, ob wir irgendwie das hinbekommen. Ich muss hier die Verbindung endlich machen. Wie sieht das hier gerade aus? Ja. Machen wir 5 Euro. Wow, ich bin stolz auf mich. Wo ist der Techniker? Achso, du bist schon da. Das ist echt nicht gut hier. Wir machen mal 69. Oder 49. Ich finde sie zu teuer. Ja, weil es veraltet ist. Das Problem ist halt jetzt, dass fast alle veraltet sind. Aber das kennen wir ja schon. So, das gehört dahin. Hier werde ich, denke ich, wenn ich das Geld habe dazu, das tolle Ding hierher setzen. Doch so. So ungefähr, glaube ich. Und dann kommen wir hier schon die Warteschlange mit dem Premium. Mir ist bisher noch nicht aufgefallen, dass ich hier alles das Premium gemacht habe. Hier nicht. Hier auch nicht. Das habe ich nur hier gemacht. Wege. Ja, ich weiß, dass das jetzt kostet. Nein! Gott. Ich will das immer wegklicken. Wir bleiben jetzt erstmal noch weiter bei dem Weg, weil das, finde ich, noch passt. Wir brauchen Breite. Genau, das sind 10 Meter. Warte mal. Machen wir kurz mal rückgängig. Winkelausrichtung machen wir aus. So. Einfach, dass es so ein bisschen nach da drüben geht. So. Ich freue mich drauf, was das wird mit diesem Park. Ja, sie kommen. 5 Minuten, ich glaube, so lange dauert so eine Runde. Nein! Hier. Ich habe so gute Arbeiter, das ist Hammer. Die einen kündigen ständig, die anderen sind wenigstens produktiv. So teuer. Dann machen wir das nochmal ein bisschen billiger. Ist auch veraltet. Wie sieht das bei dir aus? Du brauchst noch 3 Jahre, bis du hier bist. Etabliert.
Die Wildblue hat ein technisches Problem. Zack. Ich werde eventuell zwischen den Aufnahmen kurz die FPS-Rate, FPS-Rate runterstellen, genau. Quatsch, gucken, dass ich eventuell Schatten oder so ein bisschen runterstelle, damit das nicht bald zum Problem wird. Denn ich habe momentan wenig FPS. Wirklich wenig. Momentan dürfte man es auf der Aufnahme noch nicht merken, denke ich. Aber ich weiß nicht, wie lange das noch so ist. Okay, du bist schon nah genug dran. Momentan ist das nicht so cool. Aber das wird jetzt hoffentlich. Ich mach das nochmal so runter. Ich weiß nicht, was ich mit diesen Formen habe im Übrigen. Das ist einfach. Wieso der hinterste? Hier, Arbeiter. %45. Wir haben ja noch nichts anderes. Wild Blue, warum hast du schon wieder... Oh Gott, du machst momentan so viel Verlust. Ein Jahr und 4 Monate. Halte durch. Wir machen das hier ein bisschen runter. So, jetzt könnt... Hier haben wir auch... Sind gerade alle veraltet. Das ist halt gerade echt nicht gut. Wir machen das hier auch mal so auf 12,90. Das machen wir auch noch mal, dass einfach einige Leute da drauf gehen. Das verschieben wir ein bisschen. Radioaktives Becken. Dass ich das so giftrot mache. Ach man, funktioniert nicht. Zurücksetzen. Naja, Fahrgeschäfte. Das hier brauchen wir über 2000. Oh, aber das würde gut hierher passen, tatsächlich. Kommen wir auf die 2000 oder kommen wir nicht drauf? Irgendwie geht es gerade wieder runter. Scheinbar kommen wir nicht drauf. Kommt schon, Leute. Oh, das Karussell ist gut besucht. Komm, 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 komm. Okay, wir gucken kurz mal zum Karussell. Ja, okay, so schaffen wir das natürlich nicht. Wir machen das Ganze mal 20 Cent teurer. Und wer hat ein Problem? Du hast ein Problem. Wurde schon repariert. Na gut, dann können wir das dieses Mal nicht bauen, glaube ich.
Also wir würden jetzt ganz spontan sehr viel Geld kriegen. Weil, keine Ahnung, wir machen das einfach mal noch ein bisschen billiger, dass mehr Leute da drauf gehen. So, kurz spielen wir noch, bevor ich mich dann für heute wieder verabschiede. Das ist zu teuer, so wie es aussieht. Natürlich. Wo ist mein Techniker? Techniker, daher. Gut, dann wird das heute nichts mehr. Habe ich das Gefühl. Dann bilden wir ihn hier lieber noch fort, wenn das funktioniert. Und dann kriegt er ein bisschen höheres Gehalt. Und dann bauen wir das andere beim nächsten Mal. Ich habe gerade das Gefühl, dass meine Stimme sehr monoton ist. Ich weiß nicht, woran das liegt. Nein, kriegen wir das Geld jetzt für den noch zusammen, bitte? Sehr schön. Und dann kriegst du ein bisschen mehr Geld. Bist du jetzt wieder glücklich? In welchem Personalgebäude bist du eigentlich gerade? Warte mal. Okay, er ist gerade definitiv in diesem Gebäude gewesen. Es tut mir ja leid. Okay. Dann verabschiede ich mich für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ich greife mir nur noch kurz ein Hausmeisterchen. Hausmeisterchen. Du hier. Komm da raus. Ich habe hier noch was für dich zu erledigen. Wesentlich besser. Und alles geht gerade kaputt. Wir reparieren und dann ist repariert. Wird gerade repariert. Und wo ist der Techniker? Der ist auch schon da. Fantastisch. Dann bin ich jetzt wirklich weg und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!